die nächste Rednerin, Dr. Claudia Lücking-Michel für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Blick auf die Stellenbesetzungen in unserer Forschungs- und Hochschullandschaft zeigt, wir haben ein Problem. Frauen sind viel zu oft unterrepräsentiert, und immer gilt, je höher die Karrierestufen und je höher die Besoldung, desto niedriger der Anteil der Frauen. Diese Situation, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, ist nicht akzeptabel. Soweit gebe ich Ihnen recht. Die Gründe für die Situation sind allerdings absolut vielfältig. Und wer etwas dagegen tun will, muss entsprechend vielfältig mit verschiedenen Instrumenten ansetzen. Und vieles geschieht auch schon. Und deswegen ziehe ich aus der wahrlich nicht erfreulichen Situation ganz andere Schlüsse als Sie im Antrag. Gleich der erste Satz Ihres Antrags ist so eine, wie ich finde, einseitige Fehlbeurteilung. Sie ignorieren nämlich alle die Aktivitäten, die weit über Appelle und Selbstverpflichtungen hinausgehen, die an Hochschulen und Forschungseinrichtungen mittlerweile stattfinden, um Chancengerechtigkeit für alle und auch und gerade für Frauen zu verbessern. Leitungsebene und Gleichstellungsbeauftragte ziehen da in der Regel an einem Strang. Im zweiten Satz des Antrags geht es dann gleich weiter. Sie behaupten pauschal, dass Frauen in ganzen Fachrichtungen diskriminiert seien. Wahrscheinlich meinen Sie MINT-Fächer und meinen, dass der Frauenanteil hier in den Führungspositionen immer noch viel langsamer steigt als anderswo. Sie erwähnen allerdings nicht, dass nach wie vor viel weniger Frauen ein Studium in diesen Fächern aufnehmen. Erst recht findet sich mit keinem Wort, was die Bundesregierung gegen die Studienfachwahl im Sinne der klassischen Rollenbilder denn mittlerweile auch schon unternimmt. Das beginnt beim Girls' Day und geht weiter zum Nationalen Pakt für Frauen in MINT-Berufen. Und diese Initiativen wirken. Die Zahl der Studienanfängerinnen in den MINT-Fächern ist von rund 45.000 im Jahr 2000 immerhin auf 105.000 im Jahr 2014 gestiegen. Mehr als doppelt so viele. Ich stelle das so ausführlich dar, weil ich erklären möchte, warum wir von den geforderten fixen Quoten für Frauen, die an verschiedenen Stellen bei Ihnen vorkommen, nicht viel halten. Man muss nämlich, so finde ich, die konkreten Zahlenverhältnisse berücksichtigen. Und deswegen kommt man auf die Idee des sogenannten Kaskadenmodells. Es trägt den Gegebenheiten der jeweiligen Fachrichtungen und Institutionen nämlich Rechnung. Und das ist mir wichtig, setzt das Prinzip der besten Auslese gerade nicht außer Kraft, nutzt aber die Potenziale und die Verpflichtung, diese zu nutzen, der jeweils vorherigen Karrierestufe in vollem Umfang. Ich erinnere auch, Sie erwähnen sie als echte Wegmarke, und das finde ich, ist es auch. Ich erinnere an die forschungsorientierten Gleichstellungsstandards, auf die sich die DFG verpflichtet hat, immerhin schon 2008. Ein solcher Kulturwandel, der mit diesen Gleichstellungsstandards eingeleitet wurde, braucht Zeit, sicher mehr, als uns lieb ist, aber immerhin, ich finde, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn Politik was machen soll, dann mehr Anreize und verbindlichere Standards setzen. Wir sollten also Institutionen, Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die hier besonders schnell und gut abschneiden, belohnen. Und da könnten wir auch in den Maßnahmen noch viel kreativer werden. Ich nenne die Anerkennung von gendersensibler Rekrutierung, die Förderung von Mentoringprogrammen, der Aufbau von Netzwerken und auch den Gedanken, Dienstleistungen für Doppelkarrierepaare einfach auszubauen. Schließlich schlage ich vor, außerdem einen verpflichtenden Berichtspunkt Familienquote, um nicht nur die Familienfreundlichkeit der verschiedenen Einrichtungen klarer erfassen zu können, sondern auch, um da einen Negativwettbewerb auszuschließen. Professorinnenprogramm, Personalentwicklungs- und Gleichstellungskonzepte als Kriterium für Exzellenzstrategie und Tenure-Track-Programme. Da passiert doch was. Das sind wirksame Anreizsysteme. Viele Ihrer Überlegungen im Antrag, finde ich, sind dagegen
Ladenhüter, die haben wir schon an so vielen Stellen diskutiert hier miteinander. Die Förderung von Bundesfinanzierung für Aufgaben von Länderzuständigkeit oder die immer wiederholte Kritik am Wissenschaftszeitvertragsgesetz, den wir doch gerade erst novelliert haben. Zum Schluss sei gesagt, auch in der Wissenschaft ist aus purem Eigeninteresse längst angekommen, gleiche Zugangschancen zu Spitzenfunktionen für alle ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern der Exzellenzsicherung. Diversität von Fragestellungen und Forschungsansätzen ist Bedingung für echte Spitzenforschung. Und da sind wir uns dann hoffentlich einig. Wir brauchen Kreativität von allen und die Talente der besten Männer und vor allen Dingen der besten Frauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Claudia Lücking-Michel. Nächster Redner, Kai Gehring für Bündnis 90 Die Grünen.